Diese neue Welt tut dir gut. Du siehst stark aus. Was genau willst du? Dich lieben. Als Mutter für dich da sein. Liebe. Dieses Wort muss deine Lippen versengen. Versengen? Du hast keine Ahnung. Es ist meine einzige Motivation. Alles, was ich tat, alles, was ich tue, alles, was ich tun werde, ist für dich, Kind. Immer für dich. Kannst du dasselbe von Sarah sagen? Umgibst dich mit Helden, die dich wieder zu Grabe tragen, wenn du keinen Nutzen mehr hast. Halt! Nicht wieder das! Armes Kind, du bist so alleine. Ein weiterer Traum. Das kann kein Zufall sein. Das wird dir gefallen. Adieu. Was hast du für mich, Boss? Wie sieht das aus? Das mal kein hochwertiges Handwerk ist. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Ich sage noch immer, wir hätten erst einen Schießstand gebraucht. Vielleicht solltest du der Spirit. Hey, hey, Hunter. Wird nicht lange dauern. Dieses Zeug ist umsetzbar. Schalten wir es ab. Ich habe Tony gefragt, ob er etwas über Verschlüsselungstechniken hat. Und er hat mir diese Zauberbücher dagelassen. Irgendwas sagt mir, dass Dr. Bereit für etwas Heldenarbeit? Ich bin hier, falls du mich brauchst.
die Menschen von New York nicht genug Probleme hätten, kommen vereinzelt Berichte von Hydra-Aktivitäten aus allen 5 Bezirken rein. Wir machen uns zuerst zur höchsten Konzentration auf und sehen dann weiter. Keine Gnade. Ich werde tun, was du verlangst. Keine Gnade für Lilith Steiner. Heil dem hier. Ich bin im Vorteil. Wenn ihr einfach aufgeben würdet. Heil Hydra! Die Rache fürchtet niemanden. Ich hab sie wohl verärgert. Reicht immer aus. Reine Zahlen werden dich auch nicht mehr retten. Ich gehe voll rein. Lass ein paar für uns übrig. Will ich wissen, was da drin war? Komm schon, sag's uns einfach! Sieht gut aus. Dämon, kommst du nicht. Du kannst mich so nicht aufhalten. Noch mehr Lämmer auf der Schlachtbank. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Du hattest mein volles Vertrauen.
sehe, was du verbirgst. Schwach. Sogar für Hydra. Die Sieben fehlt. Der Gestank ihrer Sünden erfüllt die Luft. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Das jüngste Gericht naht. Das war ja was. Ich hab sowas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Warum tauchen für jeden Ort, den wir einnehmen, scheinbar noch zwei neue an ihrer Stelle auf? Nur Geduld. Hydra werden ihrem Namen ganz sicher gerecht. Ich hab mal eine echte Hydra gejagt. Das war einfach. Einfach als das. Ich werde meinem Namen auch gerecht. Crossbones hat gutes Geld auf deinen Kopf ausgesetzt. Du Ficht. Wie blöd, dass er nicht gesagt hat, dass der Kopf auch dranbleiben soll. Naja, zu blöd für dich. Große Worte. Für einen Toten. Mit einer Sache hast du heute recht, Sabertooth. Es werden definitiv Köpfe rollen. Sieh mal einer an. Noch ein räudiger Streuner. Du riechst falsch. Verglichen mit ihm? Guter Punkt. Jetzt töte ich doch echt zwei Wichte mit einer Kralle. Vielleicht sollte ich Hydra bezahlen. Schaltet dieses Tier aus, bevor es noch jemandem wehtut. Wen nennst du hier ein Tier, Fräulein? Du bist taub, Creed. Sie stottert nicht. Ich bin im Vorteil. Wandel im Licht. Willkommene Hilfe. Ich hatte auf eine Herausforderung gehofft. Ich hätte es besser wissen müssen.
Verstärkung ist unterwegs. Der hier hat den Gestank des Todes an sich. Eine Vergangenheit gefüllt mit dem Leid unschuldiger Opfer. Ich bin beeindruckt. Glück, dass du noch atmest. Ich werde dich bluten lassen. Nennst du eine Wunde? Logan heilt wenigstens. Wie willst du da mithalten? Frischfleisch im Anmarsch. Es ist eine Schande, dass du deine Talente an den Meistbietenden verschwendest. Du hättest nicht so enden müssen. Wirklich besonderes. Lass den Quatsch! Mehr hast du wirklich nicht drauf? Du hattest Glück, Freundchen. Genau wie in alten Zeiten. Hier kommen noch ein paar mehr. Also ist er eine Art Werwolf?
Verdammt! Du bist nicht gut genug für mich. Tut mir leid, aber du bist dran. Hängt dir sehr an diesem Gesicht. Niemand bringt mich zum Bluten. Du hast mich wohl erwischt. Na los, mach es kurz. Was zur Hölle soll das? Du bist kein guter Hunter, oder? Du würdest gut zu Logan und Xavier Stubenreiner Menagerie passen. Erwartet, dass das Ding um deinen Hals zurückbeißt. Erholt er sich davon auch? Weiß nicht. Aber ich sorge dafür, dass er es nicht tut. Ja. Freut mich auch, dich zu sehen. Da draußen klingt es nach unerwarteten Besuchern. Diese zwei Bestien kamen aus dem Nichts. Wer waren die? Victor Creed und James Logan Howlett. Aber gewiss würden sie lieber ihre aktuellen Pseudonyme benutzen. Sabretooth und Wolverine. Diese zwei liegen sich seit Jahrzehnten in den Haaren. Wolverine? Dann ist er ein Werwolf? Den Eindruck hatte ich bei keinem von den beiden. Weil sie Mutanten sind, wie ich. Du bist... Wie sie? Ich werde nicht plötzlich den Mond anheulen, Hunter. Er wirkt auf jeden von uns anders. Es gibt ein paar Dinge, an die du dich in unserer postatomaren Welt gewöhnen müssen wirst, Hunter. Mutanten sind ein großer Teil davon. Ein Segen oder ein Fluch im Blut. Je nachdem, wen du fragst. Ich kann es weiter ausführen, wenn es sein muss. Bis dahin sehe ich mir an, was in New York los ist. Wolverine ist ein ehrenhafter Mann, wenn auch etwas ungeschliffen. Sabretooth hingegen ist ein mordlustiger Wahnsinniger. Die Tatsache, dass er dich im Auge hat, ist definitiv keine gute Nachricht. Moment, du kennst Logan? Wer denkst du, hat mir zuerst von dir erzählt? Ach, du wärst überrascht, wie viele im Laufe der Jahre ihren Weg in diese Wälder gefunden haben. Und dann finden sie meist auch einen Weg zurück. Ich bezweifle, dass wir die beiden zum letzten Mal gesehen haben. Wunderbar.